Jo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze gerade im Wohnzimmer vor meiner neuen Bilderwand. Eigentlich kommt hier ein Esstisch hin, der ist aber noch nicht da, aber ich habe schon meine neuen Stühle und dachte mir, ich packe schon mal einen davon aus. Ihr seht ihn jetzt leider gar nicht und filme damit. Das ist ein Türkiser mit goldenen Beinchen. Seht ihr alles auf meinem Vlog-Kanal und hier wie gesagt diese Bilder rein. Ich dachte mir, ich drehe heute einfach mal hier, weil mein Videodreh Zimmer auch ein bisschen belagert ist. Hier steht auch alles noch voll mit Kartons. Und ich hoffe, dass es auch nicht zu sehr hallt. Und ich hoffe, dass es mit dem Licht geht. Weil wenn ich so mache, Achtung, ich rede mit Gerät. Alexa, Esszimmer warm. Okay. Das ist ein bisschen too much. Alexa, Esszimmer kaltweiß. Okay. Ja, so müssen wir, vielleicht bearbeite ich das dann noch ein bisschen nach. Auf jeden Fall drehen wir jetzt einfach ein Video und gucken mal, was dabei rauskommt. Es gibt nämlich heute ein Unboxing und zwar ein XXL-Unboxing, denn ich habe 4 Brand News Boxen. Ich wollte eigentlich ein normales drehen, aber gerade kamen noch 2 an und ich dachte mir, oh mein Gott, wie passend ist das bitte? Und es ist auch eine meiner Lieblingsboxen dabei. Ich weiß natürlich noch nicht, was drin ist, aber prinzipiell ist es meine Lieblingsbox. Und dann haben wir natürlich noch die Pink Box. Alle Infos findet ihr in der Infobox und auch Links zu den Boxen und für die Brand News Box, für alle Boxen, auch Rabattcodes. Das erwähne ich irgendwie nie in diesen Videos, aber es ist jedes Mal der Fall. Also checkt unbedingt die Infobox aus. Da findet ihr auch, wie gesagt, Rabattcodes. Genau, ansonsten gerade eben schon erwähnt, ich dokumentiere auch alles hier, wie es mit der Wohnung weitergeht und mit dem Umzug und beziehungsweise mit meiner Renovierung hier und so. Findet ihr alles auf meinem Vlog-Kanal, deswegen checkt den gerne mal ab. Ich bin auch wieder ganz fleißig am Vloggen. Ja, ich komme zurück und ich werde euch daran teilhaben lassen. Und natürlich auch diesen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und all Feedback hinterlassen, einen Daumen hoch, ein netter Kommentar und so. Das wäre super. Hello, kurzer Einwurf von der ungeschminkten Jonessa. Ich wollte euch nämlich etwas Cooles zeigen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich schon seit einiger Zeit mit Beautymates zusammenarbeite. Und da habe ich heute ein paar neue Produkte für euch, denn ich möchte euch heute die Anti-Pickel-Reihe-Serie, die Anti-Pickel-Produkte vorstellen. Denn es gibt jetzt auch ein neues Design und die Produkte sind wunderschön. Und ihr wisst, ich benutze die schon seit einer ganzen Weile, also bestimmt über einem Jahr. Und die sind super. Ich schwöre auf die. Ich kann euch die sehr ans Herz legen und ich habe auch wieder einen Rabattcode für euch. Ihr findet auch alle Links zu den Produkten und den Rabattcode auch nochmal in der Infobox. Also checkt die auf jeden Fall mal aus. Beautymates ist ein deutsches Kosmetik-Startup aus Bayern, die wirklich hochwertige Produkte machen. Da ist kein Scheiß drin. Die sind alle vegan und tierversuchsfrei. Da sind keine Parabene, Mineralöl oder sonst irgendwas drin. Also wirklich nur das, was die Haut auch braucht. Die haben auch einen Produktberater auf der Seite, sodass ihr da auch eingeben könnt, wie eure Haut ist oder was eure Präferenzen sind, was ihr sucht, was ihr braucht. Genau, da könnt ihr euch dann gut beraten lassen. Und ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich jetzt im neuen Design ganz neu habe. Und ich habe diesmal sogar die Verpackung aufgehoben. Das sind diese beiden Produkte. Das ist einmal die Hyaluron Cream Boost, eine 24-Stunden Feuchtigkeitspflege. Und der Anti-Pickel Booster. Jetzt zeige ich euch die Produkte mal einzeln und trage sie nämlich jetzt mit euch auf. Deswegen bin ich auch noch ungeschminkt. Das sind die beiden Produkte. Das ist jetzt, wie gesagt, einmal der Anti-Pickel-Booster. Die kommen ja mit so einer Pipette. Und der sorgt für sichtbar reinere Haut. Der ist mit Vitamin B3, C und Zink und wirkt entzündungshemmend, sodass ihr wirklich eine sichtbar reinere Haut bekommt. Ich liebe die Produkte. Und gerade auch diese Anti-Pickel-Booster, die machen so eine schöne Haut. Und ihr kommt mit so einem Booster, kommt ihr bestimmt mit bis zu 120 Anwendungen hin, weil ihr so wenig davon braucht. Ihr könnt die pur benutzen oder auch in eure Creme mischen. Die könnt ihr auch in eure gewohnte Tagespflege, die ihr jetzt schon zu Hause habt, mischen. Das ist auch kein Problem. Das pur auftragen solltet ihr allerdings nicht länger als 14 Tage am Stück machen. Aber ihr könnt das immer in eure Creme mischen. Ich trage das jetzt mal pur auf. So sieht das aus. Ich gebe so 2 Tröpfchen dahin. Das reicht locker. Oder ihr mischt es einfach in eure Creme für die alltägliche Pflege. Das ist gar kein Problem. So ein bisschen noch auf die Stirn, weil ich habe das eher hier so mit esser Pickel so im Nasenbereich. Aber das wirkt wirklich Wunder. Ich liebe es. So, und dann die Creme. Die sieht so aus. Und so von innen. Also ihr seht, ich habe noch gar nicht so viel benutzt. Aber man braucht auch nur extrem wenig. Die Creme spendet bis zu 5 Tage Feuchtigkeit, zieht sofort ein und hat eine nicht fettende und seidige Textur und ist auch ideal unter Make-up und parfümfrei. Also richtig, richtig gut. Und ich zeige euch das mal. Ich brauche wirklich nur so wenig. Also Erbsengröße kommt da auf jeden Fall hin.
Und das reicht für das ganze Gesicht. Das habe ich bei keiner Creme, dass ich nur so wenig brauche. Die ist so angenehm. Ich liebe das wirklich. Bisschen kurz über die Augen. Ja. Und das war's. Und ihr werdet merken, wenn ihr die Sachen ein paar Mal anwendet, gerade auch bei den Boostern, ihr werdet wirklich schnell Ergebnisse merken. Was ich auch empfehlen kann, ist auch der Augenlifting-Booster, der Aha-Booster und mein Lieblings-Booster ist der Selbstbräunungs-Booster, weil ihr da innerhalb von so 2-3 Stunden wirklich eine wunderschöne Bräune auf euer Gesicht bekommt. Liebe ich. Das ist auf jeden Fall meine heutige Empfehlung. Und mein Rabattcode lautet Jonessa30. Damit spart ihr 30% auf eure Bestellung. Der Rabattcode ist einmal pro Kunde anwendbar. Und wie gesagt, auch nochmal in der Infobox verlinkt. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich verlinke euch auch die Produkte und auch den Produktberater, falls ihr den auch mal abchecken wollt. Und jetzt hüpfen wir rein in mein Video und packen ein paar Boxen aus. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal direkt mit meiner Lieblingsbox an. Die habe ich auch schon mal aufgemacht. Das ist nämlich die Brand News Cool Box. Und ich glaube, die gibt es 2 oder 3 Mal im Jahr. Also relativ selten, aber ich liebe die, weil da sind gekühlte Produkte drin. Und das ist der Shit. Aber ich muss mir jetzt einen kleinen Tisch hier holen. Das nervt. Oh, das ist aber geil. Oh, da, wow. Okay, jetzt habe ich die vor mir stehen. Ich bin amazed. Alles klar, so Zeitschrift brauchen wir nicht. Geil. Es geht schon gut los. Also wie gesagt, das sind alles gekühlte Produkte, deswegen die müssen auch relativ schnell weggeräumt werden. Die kommen dann auch mit so Kühlakkus und so weiter. Das erste Produkt ist das hier. Das sind Milka Schoko Snacks. Die kenne ich auch. Ich finde die sehr lecker. Ich kaufe die mir auch relativ, was heißt relativ häufig, ab und an mal kaufe ich mir die auch selber. Die finde ich sehr gut. Also die muss ich jetzt nicht probieren. Jetzt muss ich die natürlich in eine Ecke packen, dass ich die gleich direkt in den Kühlschrank mache. Dann haben wir einen Ofenkäse und zwar von Rougette, mein Ofenkäse, fein würzig. Ich bin tatsächlich nicht so der Ofenkäse-Fan. Also ich liebe Käse und alles Mögliche, aber Ofenkäse ist mir so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich esse das schon, aber ich finde, es gibt gar nichts. Aber ich glaube, da scheiden sich die Meinungen, weil ich glaube, viele Leute lieben Ofenkäse. Also werde ich auf jeden Fall trotzdem essen, freue ich mich trotzdem. Dann haben wir, okay, haben wir Salami und zwar von Aoste Hähnchensalami. Die werde ich nicht essen, weil ich ja kein Fleisch mehr esse. Aber was ich cool finde, ist 75% weniger Plastik. Immerhin etwas. Das werde ich auf jeden Fall verschenken an jemanden, der das isst. Dann haben wir Gazi Grill- und Pfannenkäse Pfeffer. Oh, ich bin kein Fan von Pfeffer. Also ich würze schon alles mit Pfeffer, aber wenn das so noch zusätzlich nach Pfeffer schmeckt oder man so Pfefferkörner da drin hat, aber ich weiß nicht, ich glaube, der ist einfach, also ich glaube, da sind keine Pfefferkörner oder so drauf. Ansonsten, Grillkäse finde ich manchmal ein bisschen geht so, weil der dann so quietschig ist. Aber wenn der geil ist, könnte ich mir auch geil auf Burger oder so vorstellen. Dann ist es cool. Gucken wir mal. Oh Gott. Ich hatte heute noch richtig Bock auf Schokobrötchen. Sind hier Schokobrötchen drin? Von Knack und Back Schokobrötchen ofenfrisch genießen in 12 Minuten. Richtig geil. Okay, da freue ich mich sehr. Ich glaube, das wird morgen oder spätestens am Wochenende mein Frühstück. Nice. Dann haben wir das hier drin. Das sieht voll seltsam aus. Sol Puro Avocado und Himbeere Granola. Die Azteken Bowl. Eine komplette Mahlzeit. Püree aus einer vollreifen Avocado und fruchtigen Himbeeren mit knusprigen Nussvollkorngranola. Ah, okay, das ist Avocado-Püree mit Himbeere und dann ist hier oben noch Granola drauf. Ich bin ja nicht so der Avocado-Fan. Ich werde es aber trotzdem mal probieren. Vielleicht belehrt es mich eines Besseren. Dann haben wir hier nochmal Käse drin. Das ist, mag ich aber. Das ist Le Crémeux Président Mild, dünne Rinde und cremiges Herz. Alles klar. Ja, halt ein Käse. Ja, das ist gut. Muss ich mich einkaufen gehen. Dann haben wir hier etwas, was glaube ich sehr neu ist, weil ich habe das letztens auch vor kurzem erst selber gekauft. Und zwar von Rama, eine 100% pflanzliche, also vegane Sahne-Alternative. Die gibt es zum einen zum Kochen und die ist jetzt zum Aufschlagen. Und ich habe schon letztes Jahr ewig lange bei uns in einem wirklich gut sortierten Rewe eine Sahne gesucht, die man aufschlagen kann in vegan und keine gefunden. Und die gibt es jetzt seit ein paar Wochen, vielleicht auch seit einem Monat oder so. Und da habe ich mich schon eingedeckt. Also ich habe die sowohl zum Kochen als auch zum Aufschlagen, beide schon zu Hause. Richtig genial und deswegen freue ich mich tierisch, dass hier jetzt auch nochmal eine drin ist. Ich finde, das gibt es einfach noch viel zu selten. Also Kochalternativen gibt es ja jetzt schon häufig, aber zum Aufschlagen, ich glaube, die und noch eine andere gibt es vielleicht. Und das war's. Und ja, das ist auf jeden Fall die einzige, die es bei uns im Rewe gibt. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt auch eine haben. Ich will einfach, dass ich runterschmeiße. Find ich genial. Ist ein bisschen blöd, dass das Licht hier von oben kommt, ne? Das macht doch voll die Schatten auf meinen Wimpern. Wir kommen schon damit klar. Dann haben wir hier Yakult drin. Ja, das ist auch mal ganz geil. Trinke ich gerne. Also habe ich mir noch nie selber gekauft.
Aber wenn ich es hab, dann geil. Dann ist hier boah, eine richtig fette Rolle drin. Geil, Pizzateig. Frischer, runder Pizzateig. Cool, extra dick. Ja, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein für mich, dass der so dick ist. Aber ich roll den einfach ein bisschen mehr aus. Cool. Ja, dann würde ich sagen, dann gibt es die Tage noch Pizza. Müsste ich bestimmt alles zu Hause haben. Geil. Oh mein Gott, noch geiler. Keksteig zum Löffeln. Spooning Cookie Dough. Triple Chocolate Chip. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, sogar die beste Sorte, die mir hätten geben können. Circa 2 Portionen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht so wenig aus, ne? Aber wenn man da so 2 Löffelchen von isst, dann ist man voll. Aber mal sehen. Ich habe das nämlich auch schon öfter selber gemacht, so ein Thermomix-Rezept. Das ist einfach nur genial. So, was haben wir hier? Veganer Milchreis von Müller auf Kokosbasis in Schoko. Habe ich schon gesehen, den gibt es auch noch gar nicht so lange und wollte ich auch mal ausprobieren. Ich habe schon einige Testberichte auf YouTube gesehen und der soll wohl sehr, sehr nah ans Original rankommen. Also man schmeckt wohl nicht, dass der vegan ist. Freue ich mich tierisch drauf. Ey, richtig geil. Ich finde es geil, dass die auch so ein paar vegane Sachen da jetzt reinmachen. Finde ich mega. Okay, und ich glaube, dass das letzte Produkt... Liebe ich auch, ich liebe die. Von Dr. Oetker High Protein Pudding Schoko Gries. Ich kenne, glaube ich, nur den in Schoko, das ist so eine pinke Verpackung, und den in Vanille Gries, das ist so eine türkise Packung. Und das ist jetzt quasi beides in Kombi, also Gries und Schoko. Wird mir aber auch so schmecken, also die fände ich wirklich richtig lecker. Ich liebe die. Also da freue ich mich, boah, freue ich mich mega. Und so sieht halt die Box aus. Hier sind so Kühlpads drin. Hier und dann halt diese... Folie. Also ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Das war eine richtig geile Box. Ich bin happy damit. Würde ich sagen, machen wir mit der Pinkbox weiter. Die ist mir leider gerade schon beim Thumbnail machen ein bisschen runtergefallen, deswegen kann ich die jetzt nicht mehr so geil öffnen. Ich kann euch aber mal den Deckel zeigen. Das ist die The Future is Feather. The Future is Female. Okay, dann haben wir etwas, was nicht in der Box drin ist, und zwar eine Bürste von Ebelin. Vegane Pflegebürste. Krass, sind andere nicht vegan. Crazy. Okay, finde ich auf jeden Fall cool. Und dann in der Box, wie gesagt, die ist mir runtergefallen, deswegen ist hier nicht mehr so schön verpackt jetzt, haben wir einmal My New Hair Balance. Ich überlege gerade, ob die Stühle bequem sind, aber ich glaube schon. Everyday Shampoo Haar- und Kopfhaut für normales bis schnell fettendes Haar mit Bambuskohle, Pflanzenextrakten und Präbiotika. Klingt ein bisschen wie was zu essen. Ach krass, ich sehe es jetzt auch erst, das ist schwarz. Ich dachte, das wäre die Packung, aber innen drin ist auch schwarz. Cool. Dann haben wir hier etwas Aloe Vera-mäßiges drin. Ensborn Aloe Vera Premium Gel, 90% reine Aloe Vera, spendet intensiv Feuchtigkeit. Cool. Also ich glaube, das ist wirklich gut, wenn man so ein bisschen gereizte Haut oder so hat. Oder wenn man sich gesonnt hat. Was haben wir hier drin? Oh Gott sei Dank ist das nicht kaputt gegangen. Von S. Oliver, So Pure Woman Deodorant. Ach, ich dachte, das wäre ein... Ich krieg's nicht auf. So ein Scheiß. Muss man das. Hä? Riecht gut. Riecht aber schon ein bisschen wie ein Parfüm. Krass, okay. Ja, ja, okay, alles klar. Und dann haben wir das hier von Love. Matte Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick. In einer sehr schönen Farbe. Und zwar Ahai. A-H-A-I. Sehr schöne Farbe. Gefällt mir gut. Das war die Pinkbox. Auch coole Produkte drin, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Also sehr ein gelungenes Video. Genussbox. Okay, dokeli. Seid ihr bereit? Wir haben hier ein Gewürz drin. Von denen hatte ich auch schon öfter mal was drin. Da war auch mal so ein Brotgewürz drin. Das war mega geil. Oh mein Gott. Geil, das ist was Italienisches. L'amore Italiano. Pasta und Pizzagewürz. Ich liebe Pasta und Pizzagewürz. Habe ich letztens auch mal selber gemacht im Thermomix. Einfach mit Oregano, Basilikum, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel. Geil. Das war so geil. Freue ich mich. Oh, mega geil. Machen die mir eine sehr große Freude. Dann haben wir etwas von Naturata drin. Mit denen hatte ich auch mal eine Kooperation. Die machen auch viele vegane Sachen und sowas. Oder nur? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall eine sehr gute Biomarke. Das ist jetzt Madagaskar dunkle Edel-Vollmilch-Kakaoschokolade. Okay, dann ist die nicht vegan. Cool. Ja, das muss ich mal probieren. Dann haben wir einen kleinen Riegel drin von Freche Freunde. Und zwar Banane- und Kirschriegel. Das ist okay. Wir wissen ja alle, Riegel gehen immer. Dann ist hier was drin, das hatte ich auch letztens schon mal drin. Finde ich ein bisschen unspektakulär, aber ist okay. Erinnert mich so ein bisschen an die Tuck-Kekse. Dinkelcracker. Tomate und Basilikum. Dann haben wir hier was von Davert drin. Ist ja auch öfter mal drin. Au, wie geil! Das ist eine Burger-Mischung.
Barbecue-Burger auf Grünkernbasis. Ich finde generell Burger aus Grünkern, also die Patties, richtig geil. Ohne Vierlefanz, 100% Veggie. Aber das ist doch safe auch vegan, oder? Haferflocken, Sesam, Rohrrot, Zucker, Karotten, Meersalz, Tomate, Rauchsalz, Zwiebel, Paprika, Knoblauch, Pastinake, Chili, Muskat, Liebstöckel, Sonnenblumenöl. Vegan. Geil, geil, geil. Vor allem jetzt für die kommende Grillzeit freue ich mich sehr. Haben wir nochmal hier so einen Riegel? Dann haben wir ein Fleischhirn. Und zwar Geldermann Carte Blanche Sekt. Trinke ich nicht, aber ist okay. Für Besuch oder zum Verschenken. Dann das hier. Asao Quitte Zitrone mit Guarana. Ich glaube, das ist so ein Bio-Energy. Und ich glaube, ich hatte da schon mal einen von, aber mit Ingwer. Und das war nicht so ganz mein Fall. Also der hat ganz gut geschmeckt. Aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Was ist eigentlich das hier für ein Haar? Was ist mit dem? Kannst du mal gehen? Birkensaft. Was soll das Birkensaft? Ich probiere das. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich das schon mal hatte. Das riecht nach Holz. Und schmeckt nach Wasser. Ganz, ganz wenig Geschmack. Aber ich könnte nicht mal sagen, was für ein Geschmack. Das schmeckt einfach nach Wasser mit bisschen Wald. Keine Ahnung. Also muss ich jetzt nicht haben. Würde ich mir auch nicht kaufen. Dann haben wir eine riesen Packung Kaffee drin. Ist natürlich auch nichts für mich. Ich trinke ja keinen Kaffee. Aber das werde ich verschenken. Also da wird sich safe jemand freuen. Das ist eine riesen Packung. Kaffee Royal aus der Schweiz. Crema Honduras. Stärke 3. Säure 2. Für alle, die es interessiert. Riecht aber gut. Also den Geruch mag ich. Aber trinken nicht. Aber wir haben nochmal hier diese Riegel. Warum ist denn da alles doppelt drin? Nochmal? Zwei Sachen noch. Habe ich gar nicht gesehen. Das war versteckt. Ich mag kein Meerrettich. Das ist Meerrettich. Sahne, Meerrettich, Mango. Mag irgendwer von euch Meerrettich? Ich kann euch mal eine Riesenbox mit Meerrettich schicken, weil ich das nicht esse. Oh, das könnte aber mein Ding sein. Das ist da ein Aufstrich. Ich liebe aktuell so Aufstriche. Und zwar von Saatenliebe, Leinsaat, Tomate, Kidneybohne. Das klingt geil. Sieht auch richtig lecker aus. Okay, darauf freue ich mich sehr. Von Allos. Allos, Saatenliebe. Die Box hat mir auch ganz gut gefallen. Die hat mich jetzt nicht überzeugt. Waren viele Produkte drin, wo ich mir so dachte, na. Aber sie war okay. Klassikbox. Und danach kommt noch als letztes eine Specialbox. Ich glaube, das mit dem Licht ist echt doof, ne? Weil das so auf meine Augen drauf scheint. Egal. Oh, die sieht geil aus. Wir haben als erstes hier After Eight drin. Bin ich kein Fan von. Ich mag After Eight nicht. Und das ist jetzt auch noch mit Gin Tonic and Mint Flavor. Also ich mag weder Gin Tonic noch After Eight, weil ich mag Minze und Schokolade in Kombi nicht. Aber zum Beispiel Laura mag das. Ich weiß nicht, ob sie es mit Gin Tonic mag, aber... Also ich kenne auf jeden Fall Leute, die das mögen. Von daher wird das verwendet. Dann haben wir hier ein Müsli drin. Ebenfalls von Davert. Hatten wir gerade schon mal. Und das hatte ich schon mal. Und da ist Kokos drin. Eigentlich mag ich keinen Kokos. Aber dieses Müsli war super lecker. Da sind so weiße Schokostückchen drin. Das ist nicht dieser typische Kokosgeschmack, sondern kennt ihr diese gerösteten Kokosdinger, die so süßlich schmecken und so geil? Das ist das. So Kokoschips. So in der Art. Richtig lecker. Also ein sehr, sehr, sehr leckeres Müsli. Kann ich empfehlen. Dann haben wir hier etwas von Miracoli. Was ist ein Fertigessen? Miracoli Basilikum Pasta Pronto. Perfekt in 90 Sekunden. Ja, okay, cool. Ja, okay, wenn es mal richtig schnell gehen muss. Bin ja nicht so für Fertigessen. Ich koche ja gerne selber. Oder immer. Aber ja, ist okay. Hier sieht das ganz geil aus. Da ist noch ein bisschen Mais mit drin und Rucola und Tomaten. Aber ja, ist okay. Wie gesagt, wenn es mal schnell gehen muss, kann man das machen. Ist noch was von Davert drin. Und zwar Yellow Chia Cup. Also wieder so ein, ja, so ein kleines Frühstück quasi, was man sich so anrühren kann mit Mango. Das finde ich cool. Oder so ein Dessert, wie auch immer. Pringles. Mega geil. Aber was ist das? Sizzling Medium Kicking Sour Cream. Ist das jetzt scharf? Ich liebe Pringles Sour Cream. Ist für mich die beste Sorte. Aber ich glaube, die sind scharf. Ich mache die jetzt trotzdem mal auf. Auf, dass der Deckel einfach gut luftig verschließt, dass sie nicht eklig werden. Aber ich befürchte, dass sie scharf sind. Oh mein Gott, die sind so lecker. Aber die sind sauscharf. Also was heißt sauscharf? Ich bin sehr schärfeempfindlich. Die brennt schon ein bisschen auf meiner Zunge, ja? Aber ich kann sie essen. Boah, die sind so lecker. Oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Es geht mit der Schärfe. Ja. Ich habe heute noch fast nichts gegessen. Vielleicht sollte ich gleich einfach mal kochen, statt Pringles zu essen. Bei Chips ist es echt so, ne, dass man nicht aufhören kann. Ganz schlimm. Die waren geil. Dann haben wir Kinderschokolade drin. Kinderriegel, was soll ich dazu sagen? Ist ein Kinderriegel geil, oder? Wer mag keine Kinderriegel? Falls jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ihr mögt keine Kinderriegel, dann... Weiß ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Finde ich geil. Und ich finde, Kinderschokolade ist mit einer der geilsten Schokoladen überhaupt. Wir haben hier nochmal diese Cracker drin. Aber in
Thymian Chili. Ja, nee, da würde ich die anderen bevorzugen, weil Chili, habt ihr ja gerade gemerkt, ich stehe nicht so auf Schärfe. Wobei die echt lecker waren. Aber ich glaube, das andere würde ich bevorzugen. Alles klar. Dann haben wir hier noch was drin, was ich auch nicht essen werde. Von Mitsuba Wasabi Peanut Crunch. 2 von 3 Chilischoten, also nein. Nichts für mich. Bonduelle 100% Kichererbsen und Mais. A la Reis. Also das ist so Kichererbsen-Reis. Ist da auch Mais mit? Keine Ahnung. Kichererbsen, Mais, Reis. Also so als Ersatz ein bisschen kohlenhydratärmer und so. Cool. Also das werde ich auf jeden Fall benutzen. Sowas mag ich gerne. Kann man halt auch einfach statt Reis machen. Finde ich cool. Dann haben wir das hier. Das sind Nestle Chocolate Chips Knusperbrezeln. Ah ja, okay. Nee, das ist nichts für mich, weil das sind salzige Brezeln mit Schokolade. Und da stehe ich ja nicht so drauf. Wäre das jetzt nur Schokoladenbrezeln, dann geil, aber so geil für andere Leute, die hier zu Besuch kommen. Dann haben wir noch so ein Getränk drin. Glaube ich zumindest. Mary's Oat Coffee. Krass, veganer Kaffee. Ja, cool. Also wahrscheinlich dann mit Haferdrink. Ja, genau. Alles klar, ich trinke keinen Kaffee, aber finde ich cool, dass es da drin ist. Das finde ich wirklich cool. Würde ich mich als kaffeetrinkender Mensch freuen. Jetzt lass bitte hier nicht wieder Meretti. Sahne Merettich Feige. Okay, lasse ich unkommentiert. Hohmann Pfefferrahmsoße. So eine dicke Schüssel, ey. So ein Eimer. Mit grünen Pfefferkörnern. Ich glaube, die sind ganz klein. Ja, ist okay. Also ja, wie gesagt, wenn es mal schnell gehen muss, ja, ansonsten mache ich sowas halt lieber selber. Aber ich finde es trotzdem cool, dass da drin ist. Ne? Was man hat, hat man. Kann man brauchen. Gebrauchen. Und dann haben wir noch einen Cider drin. Apfelräuber-Cider. Apfel, Alkohol. Trinke ich nicht. Trink Besuch gerne. Weiß ich aus Erfahrung. Damals, als man noch Besuch haben konnte. Damals. Also die fand ich jetzt auf jeden Fall auch gut. Die fand ich besser als die Genussbox. Aber ich hatte auch schon mal bessere. Aber die war gut. Und jetzt kommen wir zu einer Special Box. Und zwar zu der Bio Box. Die Brand News Bio Box. Ich weiß gar nicht, wie oft es die gibt. Vielleicht einmal im Jahr? Zweimal im Jahr? Ich hatte die, glaube ich, bisher erst einmal oder zweimal. Snack Pops. Schnitzel habe ich gelesen. Schnitzer Gluten-Free Snack Pops. With Chickpea, Cheese and all. Ach, ich dachte, das wäre süß. Naja, wenn es herzhaft ist, kann ich nach den Chips auch nochmal Snack Pops reinschmeißen. Oh, die sind aber groß. Oh, ich glaube, das sind so Maisbälle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind voll unscheinbar. Gott sei Dank habe ich die probiert. Die sind mega lecker. Also die sind nicht so intensiv im Geschmack, aber die sind richtig lecker. Ich könnte die ganze Tüte davon aufessen. Oh mein Gott, Vanessa. Stopp. Haben wir das da drin? Das hatte ich schon mal drin. Das sind freche Freunde, Frühstücksfrüchtchen, Banane und Kirsche. Das sind so auch so kleine Pops, aber fürs Frühstück, fürs Frühstück. Ich habe die immer in meine Müsli-Bowl mit reingemacht, so als Topping. Da waren die ganz lecker. Ich glaube, so pur wären die mir ein bisschen zu lame. Da ist aber auch die Sache, die sind geeignet ab einem Jahr. Das heißt, ich finde die wahrscheinlich ein bisschen lame, weil die so wenig geschmacksintensiv sind. Aber für einjährige Kinder sind sie wahrscheinlich gut. Ne? Aber so als Topping waren die auch auf jeden Fall gut. Dann haben wir hier was drin von Nestle. Und zwar Cheerios Bio. Fancy. Beschütze die Bienen. Das finde ich cool. Und die sind auch lecker. Cool. Ja, gefällt mir. Dann haben wir was drin. Da wisst ihr jetzt sowieso automatisch, dass ich das nicht mag. Brezeln ist nicht so meins. Ich mag auch kein Laugenbrezeln oder irgendwas Lauge-Zeugs. Aber Besuch, ne? So, Riegel geht immer. Das ist ein Raw Bite Orange Kakao Riegel. Okay. Ich stehe nicht so auf Schokolade in Kombination mit Orange. Weiß nicht warum. Aber ich esse es. Dann haben wir ein Salatgewürz. Da freue ich mich sehr durch. Ich liebe Gewürze, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Finde ich geil. Finde ich geil. Was ist das? Ein Beerenmus. Cool. Von Biodo. Bio vom Feinsten. In 3 Minuten fertig mit Bourbon Vanille. Cool. Dann ist hier etwas von Just Tea drin. Ich finde den Namen so cool. The Lucky Irishman Organic High Grown Black Tea Caramel Cream. Schwarztee mit Karamell. Fancy. Werde ich aber, glaube ich, nicht mögen, weil ich wirklich kein Schwarztee-Fan bin. Da sind auch grüne Kaffeebohnen drin. Ich bin wirklich nur so der Früchtetee-Trinker. Dann ist hier wieder was von Davert drin. Aber finde ich gut. Ich mag Davert sehr gerne. Und zwar, ich glaube, das ist auch so eine Fertigpasta, die man nur mit Wasser übergießt. Die andere war, glaube ich, schon komplett fertig. Also nur, dass man den nur aufwärmen musste. Und die macht man da, glaube ich, noch mit Wasser. Genau, in 6 Minuten. Das ist Pasta Pesto Verde mit Basilikum und Käse. Sehr geil. Mega. Ja, dann ist hier nochmal was drin von dem Energy Bio Dings. Und zwar Pink Grapefruit mit Guarana. Okay. Ist auf jeden Fall ein süßer Flamingo drauf. Dann haben wir ein Glas.
Viva Aviv Bio Dressing für Gemüse. Kichererbsen, Sesam, Sultanin, Spice Nerds. In Kooperation mit Brigitte. Hä? Mache ich das dann einfach zu Gemüse dazu, als Soße? Gemüse oder Salat? Ah, okay. Ja, ja, okay, cool. Probiere ich aus. So, und dann haben wir noch zwei Sachen und dann sind wir auch durch. Wir haben es geschafft gleich. Nochmal Kaffee, wird auch verschenkt. Das ist Melitta Bella Crema Bio Kaffee. Riecht aber auch gut. Ich mag den Geruch echt gerne, komischerweise. Und last but not least, das hat hier eine Lasche. Clintwort Beetroot-Tee Kräuter. Kräutertee mit 4% Zucker. Ja, wie gesagt, ich bin eher der Früchtetee-Fan. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht aufmachen, weil ich glaube, hinterher schmeckt es mir nicht und dann ich will es nicht wegkippen. Aus einer Bio-Kräutermischung. Wasser, Fichtennadeln, Anis, Iso, Fenchel, Thymian, Brennnesselblätter, Spitzwegerich, Rohrzucker, Zitronensaft. Das war's. Crazy. Okay, cool. Das war's, würde ich sagen. Ich snack jetzt noch ein bisschen in meinem kleinen Bällchen und vielleicht Pringles. Aber eigentlich nicht. Ich muss echt kochen. Ich muss kochen. Sonst esse ich nur Scheiße gleich. Das ist nicht gut. Okay, ich verabschiede mich von euch. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Rabattcodes und alle Links sind in der Infobox. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann.